Der Carrado CV600 hier in einer Sonderedition zum Aktionspreis für rund 67.000 Euro. Stefan, was macht dieses Fahrzeug so besonders? Es sieht schön aus und es ist quasi ein Sondermodell, 15 Jahre Carrado. Und dann haben die gesagt, wir machen ein schönes Paket, wir machen viele Ausstattungen rein, sodass der Kunde auch einen Preisvorteil hat. Und das hast du eben schon gesagt, 3.000 Euro Preisvorteil. Und somit haben wir eben ein schönes Fahrzeug mit voller Ausstattung. Marquise ist bereits mit dabei und viele andere Dinge können wir uns gleich mal anschauen. Der hat sowieso noch ganz viel Sonderausstattung wie Automatik und ja, schauen wir es mal an. Ne? Ja, ich muss sagen, die Optik fällt schon auf. Das ist so ein, ist so ein Blau. Ja, das ist schwierig zu definieren. Ne? Der Hersteller sagt Lanzarote Grau dafür, aber es ist schwierig zu definieren. Das ist eine matte Farbe, eine richtig schöne Farbe. Habe ich mir vorher auch nicht so vorstellen können. Gibt es auch erst seit einem Jahr die Farbe, aber passt, denke ich, sehr gut zu dem Fahrzeug. Ja, wir haben hier einen Kastenwagen. Das heißt, alles drin. Und wie schwer ist er? Wie schwer so ein Kastenwagen? Die liegen immer so knapp unter 3 Tonnen mit ihrem Gewicht, sodass man 500 Kilo Zuladung hat bei so einem Fahrzeug. Gut, wir gehen mal drum. Ich sehe schon, wir haben eine Marquise. Ja, Aluminiumfelgen. Mal rundherum, was wir noch so finden bei dem Fahrzeug, was wir nicht direkt sehen. Viele Sachen sind noch ganz versteckt, die müssen wir ins Detail gucken. Und das ist ein Neuwagen? Das ist ein neues Fahrzeug, das hier, genau. Ich mache mal alle Türen auf, das ist ja das Besondere bei diesen Fahrzeugen. Die sind sehr kompakt und eben sehr variabel. Wenn ich jetzt noch die Hecktüren aufmache, das ist das Interessante, weil viele diese Fahrzeuge ja nutzen als Zweitfahrzeug, um im Alltag sogar damit zu fahren. Und ich vor allem auch Sportbegeisterte nutzen diese Fahrzeuge. Fahrradträger ist ja auch schon hier mit dabei. Da kann ich alles Mögliche hier reinpacken in so ein Fahrzeug. Ich kann die Betten variabel gestalten, dass ich auch mal Möbel kaufen gehe oder so. Also alles, was hier ist, ist einzeln wieder wegnehmbar. Die Lattenroste sind einzeln wegnehmbar, dass ich auch dieses Fahrzeug hier als Alltagsfahrzeug nutzen kann, um eben in der Stadt damit zu parken und trotzdem am Wochenende irgendwo hinzufahren, biken, wandern. Eine See, egal was. Ne? Ja, ich denke so vom Platz her so bis 2 Personen, oder? Das ist ein typisches 2-Personen-Fahrzeug, ja. Man könnte, das ist bei dem Wagen auch schon hier dabei, deswegen ist hier der Kofferraum momentan ein bisschen versperrt mit diesem Polsterstück. Dieses Polsterstück hier könnte ich benutzen, um wirklich den Tisch vorne noch einmal umzubauen und dann noch eine Notschlafgelegenheit zu machen, damit auch noch ein Kind dort schlafen kann. Ist ein bisschen Aufwand. Ich denke, man kann das mal machen. Für dauerhaft ist vielleicht zu viel Aufwand. Aber es gibt auch Leute, die nutzen das dauerhaft und bauen jeden Abend eben das Bett um. Und dann habe ich eben einen 3-Schläfer. Ja, die Leute wollen sich auch etwas reduzieren an Platz und Ballast. Und dann, ja, wenn man den Traum hat, in so einem Fahrzeug einfach mal ein bisschen, ich sag mal, um die Welt zu reisen, dann ist das eigentlich optimal. Ob als Paar oder eventuell, wenn gerade noch ein Kind da ist. Aber ich denke, mehr Personen, da wird es dann schon eher schwierig. Habe ich tatsächlich eine Doku auch bei YouTube schon gesehen, wo jemand mit so einem Fahrzeug über die Seidenstraße gefahren ist. Funktioniert tatsächlich. Über ein Jahr unterwegs mit so einem Fahrzeug. Das geht, ja. Ja, eigentlich braucht man nicht viel. Und gibt es eine Toilette? Ja, hat eine Toilette im Gegensatz zu den noch kleineren Fahrzeugen. Diese VW-Busse, also so ganz kleine Busse, die haben meistens keine Toilette. Und hier, der bietet alles, was ein großes Wohnmobil auch anbietet. Aber auf kleinem Platz, auf kleinem Raum, eigentlich genau ausgelegt für 2 Personen. Ja, ich muss sagen, ich... Lass die Türen mal auf, dann seht ihr von innen auch mal den Effekt. Ist nochmal schön, wenn man innen drin auf dem Bett die Sicht nach außen hat, kann rausschauen. Es gibt schöne Bilder, wenn da hinten dran mehr noch ist. Ja, Träumchen. Und wir haben hier ein Fiat-Fahrzeug, ne? Genau, wir haben den Fiat Ducato. Wir haben den Wagen jetzt hier in der Variante mit Automatik. Das ist ein 9-Gang-ZF-Getriebe. Das ist eine richtig tolle Automatik. Der Aufpreis dafür ist hier in dem Preis enthalten. Das sind 4.000 Euro rund, was die Automatik kostet. Deswegen kostet der Wagen dann eben nachher auch 67.000 und ein paar gequetschte, genau. Und zusätzlich haben wir noch mitbestellt die Außenfarbe in Lanzarote Grau, Totwinkelassistent, Ersatzrad und Halterung, ein digitales Kombi-Instrument, das ist schon sehr PKW-ähnlich ist vom Display her, Voll-LED-Scheinwerfer, eine vollautomatische Klimaanlage anstelle einer manuellen Klimaanlage, ein Fahrradträger, die Spiegel elektrisch anklappbar und das Gästebett quer hier vorne, wie wir das eben schon gezeigt haben. Wo man das umbauen kann, dass diese kleine Sitzgruppe eben auch noch zu einem Bett umgestaltet werden kann.
Und wir hätten auch vier Sitzplätze, also vier ja. Mitfahrer wären möglich. Du könntest das Fahrzeug jederzeit immer benutzen mit vier Leuten. Wird ja auch oft so gemacht, wenn Kinder mitfahren ab einem gewissen Alter, die schlafen dann eh draußen im Zelt. Wird eben auch oft genutzt, dass die Kinder mitfahren, aber dann sich ein Zelt mitnehmen und dann eben zelten, während die Eltern dann hier drin sind. Der Kühlschrank ist ein Kompressorkühlschrank. Da kennt man daran, dass er schon quer angebaut ist am Fahrzeug. Hat einen tollen Effekt, wenn er quer angebaut ist. Und der funktioniert dann eben über die Batterie. Ja, hier haben wir noch ein Gefrierfach, über den Strom, ein kleines. Ja, zu dritt wird es jetzt etwas eng hier. Ja, ich gehe mal, ja. Geh mal rein, halte dir das Mikro hin und das ist das Badezimmer. Genau, du hast schon schön gesagt, ein kleines Badezimmer. Das ist ein Multifunktionsraum. Du kannst in dem Raum drin das Waschbecken nutzen, die Toilette, aber auch den Raum als Dusche nutzen. Hier ist ein Vorhang eingebaut, den ich rundherum im Kreis einmal drehe. Und ich kann den Wasserhahn ausziehen, kann den in den oberen Halter einfach einstecken und dann kann ich eben das Ganze auch als Dusche nutzen. Natürlich wird jetzt der ein oder andere sagen, oh, da klebt doch der Vorhang dran. Ja, der ist unten beschwert, der wird nicht direkt dran kleben, aber es ist der Kompromiss, den man eben machen muss bei so einem kleinen Fahrzeug, wenn man alles auf kleinsten Raum haben will. Aber das funktioniert trotzdem ganz ohne Probleme, dass man hier auch duschen kann. Ja, da habe ich mich immer gefragt, wenn quasi Toilette und Dusche in einem sind, die Materialien sind wasserbeständig, oder? Richtig, genau. Auch nur bis zu einer gewissen Grenze natürlich, aber das sind beschichtete Resopalmöbel, die sind aus Kunststoff. Da wird jetzt nicht direkt, wenn Wasser draufkommt, das Wasser rein. Wenn ich so ein Fahrzeug aber mal komplett flute und trockne den nicht ab und das Wasser läuft hier im Innenraum überall herum und ich trockne das nicht aus, dann kann natürlich das Wasser trotzdem durch die Möbel von unten nach oben reinziehen. Aber im Waschraum ist das so jetzt gemacht, dass das auch gedacht ist, dass man wirklich drin duschen kann und dass hier nichts fault. Man muss es lüften, ganz wichtig wie bei allem. Man muss immer alles lüften, wo Wasser in Verbindung ist. Genauso wie ich im Winter auch so ein Fahrzeug hier auch lüften muss. Ja, wir waren vorher in einem Morelo Loftliner mit einer sehr geräumigen Küche und das hier ist so ein bisschen das Kontrastprogramm. Aber ich denke, so für den normalen Alltag, um sich was Kleines zu kochen, ist das ja optimal hier. Wir haben hier noch eine kleine Ablage oder Schneidefläche. Genau, das macht es angenehm mit dem Kühlschrank, dass du hier trotzdem eben noch eine große Ablagefläche hast, trotz diesem kleinen Herd. Und ja, das ist ein Gasherd. Die besten Köche kochen auf Gas. Ist eben nur ein Zweiflammherd, aber für Nudeln und Soße reicht das locker. Und ansonsten kannst du ja immer noch grillen ja. Wie es bei uns im Saarland hier wahrscheinlich jeder tun würde. Ja. Ajo, mir schwenke, sobald die Temperatur über Null ist. Ja, ansonsten noch wichtig ist so eine Fliegenschutztüre. Das gibt es auch nicht schon immer bei solchen Fahrzeugen. Das ist relativ neu, das gibt es jetzt 3-4 Jahre. Das war immer so ein Nachteil bei den Fahrzeugen. Du hast eben immer diesen offenen Raum gehabt und hattest keine Fliegentüre. Das ist jetzt auch erledigt. Fliegentüre ist auch vorhanden. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Ne? Es gibt so ein Markise. Ja. Es gibt so Sachen wie, dass ich hier die Lampen überall abmachen kann und kann die wieder reinmachen an die Stelle, wo ich sie will. Ich kann die mit. Kannst du kurz nochmal zeigen? Ja. Ich kann so eine Lampe auch mit nach hinten nehmen im Fahrzeug. Dort sind auch diese Schienen angebracht. Die sind einfach variabel. Und sobald die in der Schiene sind, haben die Strom und dann kann ich die auch nutzen. Der Tisch ist ausschwenkbar, der Tisch ist absenkbar. Den kann ich in die zweite Schiene absenken, für eben das Bett noch zu gestalten. Ich habe überall versteckte Stauräume. Jeder Stauraum ist wichtig bei so einem Kastenwagen oder Campervan. Ja. Wenn ich möchte, könnte ich noch einen Fernsehen einbauen. Das wäre hier. Das ist jetzt bei dem Fahrzeug, der hat das nicht, weil nicht jeder einen Fernsehen möchte. Ja, aber null Problem. Wichtige Frage, die immer kommt, ist der Kleiderschrank. Ja, ich habe einen Hängeschrank. Ich kann hier Kleider reinhängen. Wir können noch einen Blick auch unter die Sitzbank machen. Ganz wichtig ist, was wir hier noch sehen, das Wort Isofix. Diese Frage kommt sehr, sehr häufig, wenn jemand Kinder mitnimmt. Ja, er hat Isofix, kann man hier beantworten. Da könnt ihr tatsächlich ein Kind eben dann mit dem Isofix dann mit diesem schnell Fixierungssystem Kindersitz befestigen. Ja, hier habe ich Absperrhähne für das Gas, für die Heizung, für den Kocher. Der Kühlschrank, der funktioniert ja über Strom. Das ist der Frostwächter von der Heizung, damit eben das Wasser
automatisch wegläuft bei einer Innentemperatur von weniger als 7 Grad. Es ist eine Gasheizung, funktioniert über Gas. Alles wie bei einem großen Wohnmobil. Super, wir können uns vielleicht noch das Cockpit einmal genauer anschauen. Wir sehen hier auch bei den Sitzen nochmal Edition 15. Ich bin etwas zu groß. Ja, wir haben hier Automatik. Ich muss sagen, man sitzt wirklich sehr bequem und eigentlich wie in einem großen Pkw, ne? Also macht was her. Dann haben wir hier auch noch Abdunklungsmöglichkeiten. Genau, die kann man hier so ziehen, damit man sich, wenn man denn schlafen will, mal etwas privat fehlt, wäre jetzt hier ein Navigationsgerät oder ein Radio, mit dem ich eine Rückfahrkamera verbinde. Sowas können wir nachrüsten. Hier hat aber oft jeder eigene Wünsche, welches Gerät. Und dann können wir eben das auch einbauen, was der Kunde auch gerne möchte. Der Carrado CV600 zum Aktionspreis für rund 67.000 Euro. Wir haben uns das Fahrzeug angeschaut. Wenn sich jemand jetzt für das Auto interessiert, was muss er machen? Er muss nichts, er darf. Er darf sich bei uns melden, entweder per Telefon oder per E-Mail. Oder ja, er kommt einfach gerne vorbei zu uns. Ich denke, am einfachsten ist, wenn er auf die Webseite geht. Dort sind unsere Kontaktdaten, wohnwagenvogt.de. Und dann darf er uns gerne kontaktieren. Mhm. Und das Fahrzeug ist auch auf eurer Webseite, wenn man sich vorab noch ein paar Daten abschauen möchte? Genau, man guckt sich das Video noch 5-mal an oder man schaut sich die Bilder an auf unserer Webseite.